Ja, hallo erstmal. Wir sind hier bei Kalt Butzweiler Hof in Köln. Und hier entsteht gerade ein großes, dreigebäudiges Geschäftsbürogebäude, das wir komplett eingerüstet haben mit 70er Gerüst, 30er Konsole nach innen und innenliegendem Seitenschutz. Und zwar ist die Wahl so getroffen worden, weil der Fassadenaufbau dementsprechend groß geworden ist, knapp an die 30 cm. Daher mussten wir vorher die 30er Konsole auch unter anderem einbauen, weil der Wandanstand in dem halt zu groß war, klar. Ne? Wie ich es eben erwähnt hatte, sieht man jetzt auch mal den ganzen Fassadenaufbau, der überhaupt dahinter steckt, von der normalen Fassade. Und wenn Sie jetzt einmal runter sind, dann sehen Sie auch jetzt den eigentlich vorigen Wandabstand, den wir haben, trotz Konsole. Daher das innenliegende Geländer zu montieren. Und jetzt, wo die Fassade dann draufkommt, haben wir wieder einen super Abstand. Ne? Wir haben zwar viele große Baustellen. Diese ist jetzt recht groß, würde ich sagen, weil wir liegen hier bei jedem Gebäudeteil bei ca. 4500 Quadratmeter. Da sind also schon ein paar Details drin, die man so im ersten Augenschein gar nicht sieht. Diese Brücken dienen eigentlich jetzt nur dafür, dass die Handwerker, die Dachdecker von dem einen Gebäude aufs andere Gebäude hinübergehen können, weil der Verbindungsgang jeweils um 3 Meter tiefer ist. So konnte der Dachdecker eben halt erleichtert arbeiten und von einem Gebäude zum anderen gehen. Also hier ist jetzt Beispiel einer Brücke, die wir soeben erwähnt haben, mit Gitterträger eben halt doppelt gesteift. Und zwar hier waren wir früher noch eine Rampe angeschlossen gehabt, die ist jetzt weg durch den Dachdecker, weil der Dachdecker hier die Kante machen musste. So konnte man direkt hier von dem Gebäude eben halt über die Rampe aufs andere Gebäude rüber, die jetzt das Material transportieren. Ja. Ja, leider habt ihr das nicht mitbekommen, kann man jetzt auch nicht mehr sehen, da wir Traggerüste bauen mussten für die Kite-Fassade, so nennt sich die. Weil die springt fächerförmig nach vorne raus und die musste eben halt von unten so unterbaut werden, dass jede Etage abgefangen werden kann. Und da kamen dann schon Lasten zwischen 200 und 400 Tonnen zum Tragen. Die sind mit Modul abgefangen in jeweils ein Meter mal Meter Raster. In den Eckbereichen, wo die Schwerpunkte waren, mussten extra Schwerlastgerüste zusätzlich eingebaut werden, sprich mit Stahlträgern, die die Ecken abfangen, wo die selber dann mit eingeputzt bzw. eingeschalt worden sind, um die Decke dann dementsprechend zu gießen. Haben wir leider verpasst. Habt ihr leider verpasst, ja. Ja, bedanke ich mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich bin jetzt wieder nach unten.